Hallo und herzlich willkommen zu einem Opening und na, wisst ihr schon, was wir aufmachen? Natürlich machen wir heute wieder Sonne- und Mondpacks auf. Wer hätte es auch anders erwartet? Und wir kriegen diesen verdammten Ultraball auch irgendwann. Ich bin mir sicher, wir kriegen den. Wirklich. Ich will das unbedingt auf Band haben, wenn wir den Ultraball bekommen. Oder dass wir den Ultraball bekommen. Wir haben nochmal insgesamt 26 Packs jetzt zum Aufmachen und ich bin gehypt. Zwar nicht auf sowas wie ein Entoron, aber da kann auf jeden Fall noch einiges kommen. Und wir müssen natürlich auch irgendwo dem Dio ein bisschen Konkurrenz machen, weil der macht ja irgendwie so verdammt viele Sonne- und Mondbooster auf. Das geht eigentlich gar nicht. Da müssen wir dagegen halten, definitiv. Und vor allem den Ultraball bekommen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie schwer es wird, den zu pullen. Und wir haben unser drittes Solgaleo GX. Das kann auf jeden Fall vertauscht werden, was sehr, sehr nice ist, weil das bringt eigentlich auch nette Packs noch dazu. Also die ersten Packs waren auch schon mal ganz gut. Zumindest mal, was das Solgaleo angeht. Bin mal sehr, sehr gespannt, was jetzt noch so rauskommt. Normaler, also bei 26 Packs sollte auf jeden Fall schon ein bisschen was rauskommen. Da sind der Durchschnitt auf jeden Fall mal nicht schlecht. So, das Dragoran hatten wir nicht, das Primarena hatten wir schon. Und was noch so eine Traumkarte wäre, also Traumkarte in Anführungszeichen, wäre auf jeden Fall der Kukui Full Art. Ja. Und den nicht der Sephora. Ich muss übrigens diese ganze Sache mal korrigieren, mit dem ich habe gesagt, ich will zu jeder GX ein Deck machen. Ich glaube, das lasse ich sein. Ich glaube, das ist unnötig. Ich habe zum Beispiel ein Mangospector-Deck gebaut, was irgendwie so ein bisschen funktioniert, aber irgendwie doch unnötig ist. Aber, naja. Ich würde einfach mal sagen, hin und wieder wird ein bisschen auch Trading, beziehungsweise ein bisschen, wie heißt es? Wir haben schon Playset-Timer-Bälle. Was wollte ich jetzt sagen? Ein bisschen Gameplay wird noch kommen, aber das wird, glaube ich, sowieso nicht so großartig angenommen. Und so unglaublich gut bin ich jetzt auch nicht in dem Spiel. Und das ist unser siebtes Fuecro, was? Deswegen werden wir uns dann mal auf die Openings konzentrieren und könnt ihr... Evolutions wollte ich gerade... Oh, wir reden gerade noch davon und da bekommen wir unseren Professor Kukui Full Art. Jawohl, das ist super, weil... Mit der Karte kann ich wirklich gut was anfangen. Nice. Yes. Also, ja. Sehr gut. Das ist toll. Was soll ich sagen? Wir konzentrieren uns... Achso, könnt ihr Sonne und Mond überhaupt noch sehen? Ich muss sagen, ich werde von dieser Erweiterung einfach nicht müde. Ich habe jetzt gerade kurz vor der Aufnahme schon die... Product Artworks, also die Artworks für das nächste Set Guardians Rising gesehen. Und ich muss sagen, oh mein Gott, sieht das cool aus. Und da sind auch coole GX-Karten drin. Ich weiß zwar jetzt namentlich nicht mehr so genau, welche das sind, aber da wird auf jeden Fall was sehr, sehr Nices kommen. Und ich habe auch übrigens, wer Darium's Pokémon kennt, ich habe da mal ein bisschen ein... Ich habe da... LOL, Mantidea GX, wir müssen das unterbrechen, gezogen, sehr gut, die kann auch weggetauscht werden, sehr gut, Mantidea ist auch sehr, sehr spielbar, meiner Meinung nach. Was ich sagen wollte, ich habe da mal ein bisschen Bulk hingeschickt, 1400 Karten für ein Display und auch wenn der Versand ultra teuer ist, lohnt sich es irgendwie doch, wenn man das so mal umricht, was man für die Karten hier bekommen würde und, weiß nicht, da kommt man super hin eigentlich und man ist quasi noch günstiger, wenn man die tauscht, anstatt wenn man sie verkauft und hier bei uns ein Display kauft, ein englisches. Also wird es auf jeden Fall ein englisches Guardians Rising Display Opening geben. Das kommt ja am 5. Mai zu uns. Ich bin mal gespannt, wann das hier sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht 2 Wochen nach Release eintreffen wird. Aber ich denke, da wird auch was Deutsches bei uns auf jeden Fall kommen. Was auf jeden Fall noch kommen wird, also vielleicht, ich bin noch am überlegen, ich habe mir 2 Roaring Skies Displays gekauft. Und wo wir gerade am Reden sind, sind wir schon fast bei den letzten Packs. Und ich bin am überlegen, ob ich davon eins aufmachen werde. Das werdet ihr sehen. Und Sun and Moon, englische Displays, habe ich mir auch 2 Stück gekauft. Mal gucken, was ich davon so aufmachen werde. Aber ihr werdet auf jeden Fall die Openings dazu sehen, wenn es kommen wird. Und ein Psyana GX ist auf jeden Fall auch nicht so verkehrt. Ist relativ spielstark, aber bestimmt auch gut zu vertauschen. Also, ich glaube... Das Opening war auf jeden Fall echt, echt gut. Ich weiß zwar gerade gar nicht mehr, was haben wir am Anfang... Solgaleo haben wir, glaube ich, am Anfang gezogen. Dann kam der Kukui und jetzt das, also 3.
Ultra Rares ist zwar für die Zahl ein bisschen mah, aber ich habe auf jeden Fall meinen Kukui. Und vielleicht kommt ja noch was im letzten Pack. Und ich muss sagen, es macht auch einfach viel mehr Spaß, die Karten aus den Packs zu bekommen, anstatt die einfach zu vertauschen. Ah, leider nichts mehr. Schade, schade. Haben wir noch gelockte Packs? Komm, die machen wir jetzt auch noch auf. Dampfkessel, da kommt jetzt bestimmt unser Professor Platon Full Art raus. Call it. Schon und... die XY-Karten sind so... eklig, aber... lol, nochmal ein Gardevoir. Ich glaube, wir hatten letztens mal, als wir noch ein gelocktes Gardevoir-Pack aufgemacht hatten, hatten wir ein Gardevoir Full Art. Das heißt, ich habe schon zwei Stück... Ey, das ist super. Das ist echt nice. Also Gardevoir-Deck könnte ich mir sogar auch prinzipiell machen. Wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Und dann kommen wir jetzt zu den Evolution-Karten. Da habe ich fast nichts so aufgemacht, weil... ich weiß nicht... Evolutions oder Evolution, das ist so ein Set, da braucht man eigentlich gar nichts davon. Das ist einfach nur, weil es schön ist. Weil es halt ein Reprint ist, aber spielbar, meh. Nicht unbedingt mein Fall. So, ein Porygon-Set. Und haben wir noch was Gelocktes? Und ja, wir haben sogar noch diese Bonus-Raritäten-Truhe. Mit 120 Coins, Alter. Und ein Lashokegen. Ich weiß nicht, dieses Duff war gerade richtig interessant. Und wir gehen mal noch ganz kurz... kann ich euch mal zeigen, was wir noch so haben. Lunala muss ich sagen, ich weiß nicht, damit will ich mir eigentlich kein Deck bauen unbedingt. Hier kann ich, wie gesagt, eins von wegtraden. Ich glaube, die Mango Spectre trade ich auch mal weg. Und wir haben ja noch das Nachtara hier, das Rainbow Art. Die einzige Rainbow Art, die wir haben. Das ist echt traurig. Und Silvaro hatte ich ja vier Stück davon. Davon habe ich zwei wieder weggetauscht, weil ich habe ein komplettes Silvaro-Deck gebaut, wo Imantis so ein bisschen... Mantidea so ein bisschen supportet hat. Und ich habe mir mit Mantidea was gemacht, anstatt mit Silvaro, weil ich finde, Silvaro ist ehrlich gesagt mega overhyped. Weil es kann zwar schon echt viel Schaden machen, aber ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall meine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann konstruktive Kritik, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder, wenn ich endlich meinen Ultraball bekomme, mein Shiny. Und bis dahin, haut rein. Ciao.